Dieses Video wird präsentiert von Fantasy Inn. Ja, herzlich willkommen aus dem Tabletop Basement und zu einer neuen Folge TBTV. Jürgen ist schon wieder da oder immer noch da, man weiß es nicht. Aber wir werden heute mal ein bisschen, ja, was ist so die letzten Monate passiert? Messeauftritte, was kommt dieses Jahr alles noch und was kommt eigentlich so an Neuheiten? Und vielleicht kann man ja auch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, aber das werden wir alles sehen nach dem Intro. So, da bist du wieder. Da bin ich wieder. Die Show hat immer noch keinen Namen. Stimmt. Wird sie auch nicht kriegen. Wird sie auch nicht kriegen. Es ist die Show ohne Namen. Ja. Es bleibt dabei. Horst heißt sie. Hatten wir ja. Es war irgendwann mal Horst. Ja. Genau. Ich kann gar nichts erzählen. Gut, dann war es das auch so. Ja. Nach meinem letzten Messeauftritt habe ich ja einen Maulkorb bekommen, weil ich da zu viel erzählt habe. Ich war ja auf der Taktika, ja. Habe ich ja im Auto auch schon erzählt. Ja. Kann ich unseren lieben Zuhörern auch erzählen. Da habe ich mich verplappert. Da habe ich mich verplappert, habe ich mich zu einer Aussage hinreißen lassen über ein zukünftiges Projekt, die wahrscheinlich auch nicht richtig war. Und der hat gepetzt. Der hat sich erkundigt, ja, ob das, was ihm da auf der Messe erzählt worden ist, denn auch so richtig ist. Der hat auch meinen Namen nicht genannt, der hat mich also nicht verpetzt. Ja, ja. Weil sie haben nicht nachgefragt, kann das sein, dass du das warst? Weil die Anzahl der deutschen Mitarbeiter auf der Taktika ist nicht so groß gewesen. Das war eine 50-50-Chance. Ja, ich war es. Ja, du musst ein bisschen vorsichtiger sein. Also muss ich ein bisschen vorsichtiger sein. Also, was hatten wir als große Releases? Es ist ja jetzt schon ein bisschen länger her, als wir uns getroffen haben. Da ist ja immer irgendwie was dazwischen gekommen. Ja. Dann waren ja Termine und dies und das. Dann war irgendwie jemand mal krank und dies und das. Und ja, jetzt sind es ja schon bestimmt 3-4 Monate gewesen. Da ist ja eine Menge passiert bei euch. Ja, ich kann mich auch nicht an alles erinnern. Was ich auch nicht. Aber ich glaube, über ABC Warriors hatten wir. Richtig. Da hatten wir noch, drüber telefoniert. So, Mensch, ja, eigentlich müssten wir da mal zu was machen. Aber machen wir da noch was zu? Nee, wir machen zu dem nächsten was dazu. Weil das ist, glaube ich, tatsächlich für mich auch spannender. Okay. Also wir haben ja die ABC Warriors ist am Anfang des Jahres rausgekommen. Ja. Es ist ja spielt ungefähr im gleichen Universum wie auch Judge Dredd und, ja, und die anderen Spiele spielen. Spielt sich auch gleich. Okay. Und sind halt große Roboter, die sich gegenseitig auf die Hirse hauen. Ja. Ist halt dieses AD 2000 Comic. Ja. Das ist in Deutschland halt nicht so bekannt und so beliebt und deshalb ist das halt auch eher ein schwieriges Produkt. Wir haben aber die Lizenz gekauft und der Deal mit AD ist halt, dass wir jedes Jahr ein Spiel zu ihren Comics machen. Okay. Dieses Jahr war es ABC Warriors. Mhm. Nächstes Jahr wird es wahrscheinlich Rogue Trooper werden. Und das ist insofern spannend, weil 2025 ein Rogue Trooper Film in die Kinos kommt. Ach so. Und wir werden ein Spiel dazu haben. Okay. Na? Ja, gut. Deshalb haben wir uns aus zwei Gründen ja damals um die Lizenz auch beworben. A, weil alle in England 2000 AD-Fans sind. Und weil es ja damals das Gerücht gab, dass es eine Judge Dredd-Serie auf Netflix geben wird mit Carl Urban. Das wäre ja total gut gewesen. Kam aber nicht. Den Trailer zu dem Film haben wir aber jetzt schon gesehen. Also den Announcement-Trailer. Und das ist dann schon mal eine Sache, wo ich sage, okay. Also das war offiziell auf der 2000 AD-Seite. Ah, okay. Na gut. Und deshalb bin ich da verhalten optimistisch, dass das wirklich passieren wird. Mhm. Und mit dem Rogue Trooper verbindet mich tatsächlich auch was. Ach, tatsächlich? Ja, ich habe die Comics zwar nie gelesen, aber Rogue Trooper war das erste Games Workshop Spiel, das ich jemals gespielt habe. Das war für mich der Einstieg in diese Welt. War das nicht Rogue Trader? Nein, es gab ein Games Workshop Brettspiel. Ach so. Das ist dann 1988, Rogue Trooper, denn die hatten ja auch die 2000 AD damals. Ach so, ja, das war quasi da. Ah, okay. Revenge of the Quartz Zone Massacre. Da musstest du mit so einem kleinen Rogue Trooper über Hexfelder laufen und dann hast du geguckt, hast eine Karte gezogen und du wirst angegriffen von 4 Drohnen und okay, acht, was weiß ich, und jetzt hast du, und du musst alle töten. So. Okay. Persönlich fand ich das Spiel damals nicht so gut. Ich habe das zwar einmal gespielt beim Bund. Aber es war halt der erste Kontakt zu Games Workshop. Okay, ja, deswegen sagst du, okay, das wird geil.
Nö, deshalb habe ich da eine sentimentale Verbindung zu. Und ich glaube halt einfach, dass es, ja, es ist halt auch wieder ein Typ, der durch die atomar verseuchte Oberfläche des Planeten zieht und Abenteuer erlebt. Also es wird halt auch kein Massenshooter werden, aber da habe ich einfach eine sentimentale Verbindung zu. Okay. Und das hilft dann immer, etwas besser zu finden. Ich komme tatsächlich nicht so an diese AD-Geschichten ran. Aber ich bin auch kein so Superheldentyp. Also ich bin selbst halt der. Du bist halt selbst kein Superheld, aber du bist ja Hobby-Superheld. Aber ich kann ja auch mit Marvel und so, kann ich auch überhaupt nichts anfangen. Ne? Also ich habe nicht einen Film geguckt und auch mit diesem ganzen Judge Dredd AD-Kram. Nee. Aber den Judge Dredd mit Carl Urban hast du gesehen, den zweiten? Nein. Musst du gucken. Nee, ich habe den mit Sylvester Stallone. Ja, der ist ja auch schlecht. Den habe ich gesehen. Der ist ja auch schlecht. Das ist ja nicht Judge Dredd. Das ist ja. Guck dir bitte. Ja. Guck dir diesen Film an. Der ist wirklich, wirklich gut. Okay. Ich werde. Wo kann ich das gucken? Auf Netflix? Keine Ahnung. Wahrscheinlich musst du den kaufen oder so. Ja, irgendwo eine Streaming-Plattform wird den haben. Ich werde ihn mir mal angucken. Aber ich bin ja nicht so dieser Sci-Fi. Komme ich nicht ran. Ja, es ist ja aber auch. Aber der ist wirklich ja, gut. Ich werde ein wirklich guter Film. Aber in Deutschland versteht das auch keiner, ne? Oder viele verstehen das nicht. Ja, weil die Comics halt in Deutschland halt nur, ja, ich hätte es gesagt, fast gesagt, Fachleuten bekannt waren. Aber es ist halt eine sehr kleine Gemeinde, die halt Comics auf Englisch liest. Oder beziehungsweise, die sind ja natürlich noch vom Splitter Verlag auch alle, glaube ich, eingedeutscht worden. Zum Slane, weiß ich. Das war halt so ein Nischending. Das ist halt auch ein sehr eigener Stil. Und das muss man halt mögen. Und das ist halt ja wahrscheinlich zu spät nach Deutschland rübergeschwappt, als dann lief dann wieder andere Sachen durchs Dorf. Ne? Also hat hier nie die große Fangemeinde gekriegt. Ist so. Okay. Also das ist das, was wir im Frühjahr rausgebracht haben. Jetzt für dieses Quartal ist Achtung Panzer. Ja, Achtung Panzer. Das große Ding. Wir haben unsere Range der Waffenteams für Bolt Action erweitert, die in Resin erhältlich sind. Und hab ich auch gesehen. Da wird es auch immer weitergehen. Der nächste Schritt werden hoffentlich Geschütze sein, dass wir da beigehen und da was... Auch in Resin tatsächlich? Nee, nicht zwangsläufig in Resin. Ich hoffe ja irgendwann mal auf Kunststoff, aber das ist nur meine Hoffnung. Weil das teilweise wirklich einfach auch, da muss ich einfach mal ehrlich sein, das ist ja teilweise nicht mehr zeitgemäß, was da an Produkten da ist, wie man das zusammenbringt. Ist jeder zweite Post gefühlt in Warlord-Gruppen ist, wie baut man das MG42 zusammen auf Lafette? Weil sich das einfach Menschen nicht erschließt. Die sehen das Bild, die sehen das Produkt und ich schließe mich da auch nicht aus. Mhm. Ich habe auch meine erste komplett zersägt und gesagt, das geht gar nicht. Ne? Ja. Da muss was passieren, das muss der nächste Schritt sein, da müssen wir einfach mal im Jahr 2024 ankommen. Ich sag ja immer noch, das habe ich irgendwann schon mal gesagt, geil wäre so ein Gussrahmen, wo alles drin ist. Ja, das sage ich auch immer. Aber MG34, MG42, Auflafette, Zweibein, ein Mörser, ein kleiner, ein großer. Flammenwerfer, Panzerschreck. Ja, alles kann in einem Rahmen sein. Ja. Dann wäre das auch gar nicht so, weil dann hast du halt pro Nation einen Gussrahmen, aber da ist alles drin. Dann hast du halt einen amerikanischen, einen britischen. Rennst du bei mir offene Türen ein? Ich baue ja auch immer alles aus Plastik um, was aus Plastik umzubauen geht. Bei Geschützen das Gleiche. Pack 36, 38, 40, kannst du in einen Gussrahmen ballern. Ja, kannst du. Ja. Es ist aber die Schwierigkeit ist halt, und da haben viele Manschetten vor, Unternehmen, Produkte zu machen, die du so alleine nicht spielen kannst. Ach so. Wenn du nur einen Geschützgussrahmen hast, ohne Besatzung. Ja gut, du brauchst Besatzung. Du brauchst Besatzung. Ich weiß, dass ein anderes Unternehmen das ja macht, auch Geschütze in Kunststoff herstellt, aber das ist halt, ja. Da ist auch Besatzung bei. Da ist auch eine Besatzung bei, aber die sind halt sehr klein, ne? Ja, die sind sehr true-scalig. Ne? Und da muss halt eine gute Balance gefunden werden. Und wir haben aber halt ja auch die verschiedenen Ranges. Wenn ich halt einen Flammenwerfer habe, dann will ich ihn für Fallschirmjäger, für Afrika-Korps, für Waffen-SS, für normale Grenadiere, für Blitzkrieg und für Typen im Winter haben. Sind da so viele Unterschiede tatsächlich? Naja, du hast zumindest immer einen anderen Arm. Ne? Also Grenadier-Afrika-Korps ist ungefähr das Gleiche. Ja, okay. Aber jetzt
diese Tarnüberwürfe, die bei der Waffe sind, fallen sehr anders. Fallschirmjäger könntest du mit Grenadierarm, mache ich auch. Also ich tausche alles mögliche an Armen. Ich habe auch Umbauten mit französischen Armen und so, ne? Weil einfach, Hauptsache du hast einen Arm und so ein Ding, das sieht nachher kein Mensch mehr auf die Distanz. Aber das kannst du so nicht verkaufen. Du kannst sagen, ja, der sieht ungefähr so aus, der passt auf alle. Nimm das mal. Ne? Das möchte der Kunde nicht. Ja, stimmt. Und dann müsstest du ja auch. Ja, dann müsstest du ja komplett die Besatzung ja auch in allen möglichen Varianten reinmachen. Eine Alternative wäre, das war immer mal, ist es mein Vorschlag gewesen, ist, du machst nur die Arme rein. Denn kniende und liegende und sitzende und Körper in entsprechenden Posen hast du im Standardgussrahmen genug. Du brauchst halt nur eben, wenn du einen Flammenwerfer hast, brauchst du nur die Flammenwerferarme, die für Afrika-Korps und Blitzkrieg passen. Bei der Uniformschnitt ungefähr gleich ist. Ne? Ja. Das könntest du machen und auch persönliche Meinung, ein paar einfache Helme, also nur Stahlhelme, würden allen Boxen gut tun. Wir haben manche Leute, so wie ich zum Beispiel, möchten halt nicht immer da so ein Tarnnetz drauf haben. Ja, genau. Du hast dann ganz oft halt nur zwei blanke Helme und dann wird es halt langweilig, wenn du halt immer nur dieselben hast. Ne? Ja. Aber gut, das ist aber gesponnen, das ist nicht das, da ist auch nichts geplant. Nee. Das ist einfach nur eine Hoffnung, die ich ausgebe, was geplant ist. Darüber darf ich nicht reden. Toll! Zu diesem Zeitpunkt. Ja. Was ist noch rausgekommen? Jetzt ganz frisch, oder was wird ganz frisch rauskommen? Anderes Zeitalter. Drei neue Sets für den amerikanischen Bürgerkrieg. Für Epic? Nein, für 18, normal. Sind Metall- bzw. Resinfiguren mit neuer Infanterie, neu modelliert. Also nicht Kunststoff. Zwei Regimenter, also Schützenlinie vorrückend und eine neue Kanone plus zwei neue Kommandanten, die dazu stehen kann. Das heißt, kann man so schön eine ganze Brigade für Black Powder mit neuen Mehrtouren für den amerikanischen Bürgerkrieg machen. Okay. Die kommen jetzt frisch raus. Für Epic? Für Epic darf ich auch nicht drüber reden. Habe ich hier an dieser Stelle schon zu viel drüber spekuliert, aber wird was kommen. Es wird was kommen, ich sage nicht wann, ich sage nicht was. Okay. Aber es wird gut, glaube ich. Also es kommt auch bald. Also es ist ja, also wir haben ja jetzt Napoleon. Ich habe schon wieder zu viel. Aber schon wieder zu viel, ich kriege schon wieder Anschluss. Nein, du hast ja noch gar nichts gesagt. Also wir haben ja Napoleonic, haben wir. Wir haben ACW. Haben wir. Wir haben Pack and Shot. Haben wir. Das heißt, es kommt jetzt als nächstes. Nächster Schritt ist natürlich ganz klar Hail Caesar. Haben wir? Hä? Nein. Ja, könnte ganz klar sein. Könnte ganz klar Hail Caesar sein, könnte aber auch Zweiter Weltkrieg sein, könnte aber auch sein. Oder? Moment. Nein, Zweiter Weltkrieg werden wir nicht machen, das machen andere. Also das Zweiter Weltkrieg in 15 mm werden wir nicht machen. Warum sollten wir einen Markt erschließen wollen, der von anderen Leuten schon weitestgehend erschlossen ist? Was könnten wir besser machen als... wir können einiges besser machen. Tatsächlich haben wir schon 15 mm Zweiter Weltkriegsfiguren. Victrix. Skytrax. Ja, meine ich ja. Skytrax. Die sind auch sehr gut. Na, also... aber vielleicht benutzt ihr die ja. Du kannst sie doch so benutzen, wenn du das im kleineren Maßstab spielen willst, dann nimmst du die einfach. Na gut, dann ist es Sales Caesar. Was anderes kann es ja dann nicht sein. Wenn du sagst, okay... Weil was anderes habt ihr nicht. Alle anderen Systeme sind durch. WW2 sagst du, kommt nicht, dann ist es nur Hail Caesar. Nee, das ist doch gelogen. Ja gut, es könnte das Hail Caesar Regelwerk sein, aber da könnte man auch Arsch und Kur mitmachen. Denn das Hail Caesar Regelwerk deckt ja auch das Mittelalter. Ja, okay, deckt auch das Mittelalter. Und wie geil würde das aussehen? Ja, okay, das ist schon cool, ja. Und wie cool wäre das? Und wir könnten halt auch... Da du es aber sagst, wird es nicht passieren. Wieso? Ich muss jetzt hier... Kommt das? Rauchfaden zünden. Wann kommt das? Also ich persönlich finde jetzt auch so eine richtig schöne Landsknecht-Armee in 15 mm auch fantastisch. Boah, das ist scheiße zu bemalen. Das ist so bunt. Ja, geil. Aber in 15 mm, nein. Aber jetzt, dann könntest du nämlich nicht... Dann könntest du Warhammer das... 15 mm. Ja, okay, das stimmt. Also, ich habe schon wieder viel zu viel, aber zum Glück ist es auf Deutsch. Verpetzt mich nicht. Vielleicht kommt Warlords of Erewhon in 15 mm. Also es wird irgendwas kommen. Bestimmt irgendwann.
Ja, also ich werde, ich muss mich echt zurückhalten. Okay. Noch einen Anruf bei der Bildung. Ich habe eine Frage. Weil mich dann nur ganz so tötet, weil ich sich dann wieder. Das stimmt, der muss über die ganzen Dementis schreiben. Ich habe eine Frage. Ja. Warlords of Erewhon, ne? Ja. Habe ich jetzt gerade auch jemanden, kann man ganz offen drüber sprechen, Christian Berner, ja. Fantasy Inn, findet das System auch richtig gut. Es ist auch richtig gut. Ich finde das auch richtig gut. Ja. Warum macht ihr nichts damit? Weil das System... Wir keine Figuren dafür haben. Ja, dann macht doch welche. In 15 Millimeter. Ja, das ist ja nicht Warlords of Erewhon. Das Warlords of Erewhon ist ja das im Prinzip Bold Action. Ja, so ein Skirmisher, ja. Was ist Warlords of Erewhon? Ist ein Liebesdienst von Rick Priestley gewesen für die Menschen, die noch ganz viele alte Warhammer-Figuren hatten und damit spielen wollten und es nicht konnten, weil es keine Regeln dafür gab, die ihnen gefallen haben. So, ja. Dann hat er gesagt, dann mache ich eben welche, vielleicht gefallen sie ihnen. Die sind auch richtig gut. Und die Regeln sind richtig gut. Das ist ein schöner Skirmisher mit Warhammer, mit allen möglichen Fantasy-Figuren, aber Warlord Games macht keine Figuren dafür. So. Achtung, großes Geheimnis, auch keine Miniaturenfirma verdient Geld an Spielregeln. Ja. Verdienen alle nur Geld an den Figuren, die dazu gekauft werden. Ja. So, dass wir das herausgebracht haben, war ein Liebesdienst, dann wieder an Rick Priestley, und gesagt, okay, du brauchst jemanden, der das macht, machen wir für dich. So, ja. Wir haben ja die Skelette und die Orks uns eingekauft. Ja, schwierig. Die sind auch schön auf ihre Art und Weise und haben einen gewissen nostalgischen Charme. Ganz romantisch ausgedrückt, ja. Und wir haben aber keine Elfen-Range, wir haben keine Zwergen-Range. Ja. Und es gibt auch genug schöne Elfen-Zwergen-Ranges und Ork-Ranges da draußen, die man dafür verwenden kann. So, und dann ist der Punkt, wo man sagt, okay, dann macht es für uns wenig Sinn, da zu investieren, weil das müsste man dann gleich groß machen. Ja, das müsste man richtig groß machen. Wenn du dann einsteigst, musst du sagen, okay, wir haben Starterboxen und so. Ja, du musst mindestens 4 Fraktionen machen. Ja. Dann so Forceboxen, Starterbox. Ja. Also man könnte das schon geil machen. Und ich habe mich auch immer gefragt, all die Jahre so, das ist schon ein geiles Regelwerk, macht wirklich Spaß. Aber es ist so dieses, da haben die Leute diese Hürde. Ne? Das ist immer das große Problem. Ne? Es gibt ein geiles Regelwerk, das ist wie Gates of Antares. Ist ein absolut geiles Regelwerk, finde ich. Es wird dieses W10-System und du hast ein Reaction-System drin. Und das ist, war so schön, dass das also, aber die Miniaturen waren halt anders. Die Miniaturen sind speziell anders und was das Problem bei Gates of Antares war, das haben wir auch erkannt und daran denken wir, dass es gescheitert ist, die Völker waren nicht unterschiedlich genug. Ja, okay, das kann auch sein. Wenn du historisch spielst, dann ist hier klar, okay, das sind alles Menschen in bunten Jacken mit den gleichen Waffen. Das ist, ja, ob du jetzt mit einem 98K erschossen wirst oder mit einem Lee Enfield Rifle, ist relativ egal. Wenn du aber Science Fiction mit Aliens machst, dann ist das eben nicht egal. Dann willst du bunte Laserstrahlen, Waffen, die Splitter gesteuert schießen, die aufs Ziel zusteuern, was weiß ich. Und du musst halt nicht nur sagen, ja, der macht das jetzt so, aber letztendlich hat er Stärke 3 und du Stärke XY, sondern das muss auch irgendwo anders funktionieren. Das muss das Spielsystem dann auch hergeben. Das macht das Balancing dann wieder schwer, aber es macht den Reiz aus. Und das ist mit Antares nicht gelungen. Antares gibt es aber nach wie vor immer noch über unseren Partner Skyflex, die auch neue Einheiten und Figuren machen. Also Antares ist nicht tot, liebe Freunde. Ne? Okay. Ja, das habe ich noch gar nicht so mitgekriegt. Ist jetzt so, dass sie sagen, wir haben jetzt hier ein neues Volk entwickelt, aber die machen beständig neue Figuren. Okay, also ich fand Antares auch ein tolles System und ich glaube, das ist so dieses Problem, wenn die Leute die sehen ein Buch, das war wie Battlegroup damals. Battlegroup gab es nur das Regelwerk. Ja. Und Plastic Soldier Company hat so ein bisschen Kram gemacht. Und das war ganz schwierig, weil bei Battlegroup braucht man so viele Spezialsachen, die brauchst du nur ein, zwei Mal. Du brauchst da keine Platoons oder so, sondern du nimmst halt einen Flakwagen und hier und dies. Und das war eine super Hürde für viele Menschen, was man so im deutschsprachigen Raum mitbekommen hat, dort mit einzusteigen, weil sie sich gefragt haben, ja, wo kaufe ich denn überhaupt diese ganzen Miniaturen? Ja. Das war wirklich, wirklich ein Problem. Ne? Klar, Panzer 4 Box, Panther Box und so, das hast du überall gekriegt. Ne? Das hast du bei Flames of War gekauft oder. Aber so einzelne Spezialfahrzeuge, da war dann wieder Skytrax zum Beispiel eine sehr gute Adresse. Ne? Ja.
Aber das war sehr schwierig. Und ich glaube, das ist bei Antares und auch bei gerade bei Warlords of Erewhon. Ja, was nehme ich denn eigentlich für Miniaturen? Ja, eigentlich das, was kannst du hast. Ja, eigentlich, aber das ist schwierig. Das, ja, das Leute müssen ein bisschen an die Hand genommen werden. Das stimmt. Ne? Also, aber es, ja, es hat sich ja tatsächlich auch an eine sehr spezielle Spielergruppe gerichtet. Das sind die Menschen, die Figuren zu Hause rumstehen hatten und sagen, okay, hier hast du Regeln, du kannst mit dem Kram, den du zu Hause stehen hast, kannst du einfach weiterspielen. Ja. Und das ist einfach, ja, das ist halt nicht massenmarkttauglich. Das war auch keine Manöver von Rick zu sagen, jetzt mache ich aber den Fantasy-Markt neu und Games Workshop kann kacken gehen. Entschuldigung, meine Sprache. Das war nicht seine Intention. Sagen, okay, schade, ich habe die ganzen Figuren, ach, dann mache ich mir da Regeln für. Ich würde das gerne wieder spielen. So. Okay. Und dann ist es halt. Das naja, gut. Wollen wir in den Fantasy-Markt rein? Nein, auch da. Wir haben unsere Nische gefunden. Das ist der historische Bereich. Wir machen so ein bisschen Science-Fiction und sowas nebendran. Das ist unser Ding. Das können wir, glaube ich, ganz gut. Ja. Und damit kommen wir klar. Schön. Und da werden wir auch bleiben. So, und das heißt, dass ich allerdings aktuell nicht wirklich viel für Bold Action berichten kann, was es da an neuen gibt. Es gab ja ein Bild von neuen amerikanischen Fußsoldaten. Ja. Ne? Da kommt wohl was. Da kommt ne? wohl Wer das noch nicht gesehen hat, dann in, sollte mal auf der Warlord Games Seite gucken, was es da wohl zu sehen gibt. Aber es wird auch, ich sag mal so, es wird immer schwieriger für mich, halt auch Aussagen zu treffen, weil wir mittlerweile wieder ein Marketing-Team haben und die sich halt eben auch Kampagnen ausdenken. Und die leben halt auch immer so ein bisschen davon, dass man halt auch die Informationen so auch immer ein bisschen so rauströpfeln lässt. Und also, wir können einen kleinen Tipp geben, um was es sich da für Miniaturen handelt. Und zwar gab es einen Film, in dem hat ein deutscher Soldat gesagt, ich kenne den Namen des Soldaten oder ich kenne den Namen des Mannes. Was hat er gesagt? Was hat er gesagt? Ein paar tschechische Soldaten haben auch was gesagt. Und zwar nicht, nun habe ich mir die Hände gewaschen nach dem Essen. Das haben diese beiden Tschechen nicht gesagt. Aber ja, da kommt, also ihr arbeitet ja Bold Action sowieso immer stetig dran. Jeden Monat kommen ja neue Releases. Es kommen neue Releases drauf, die man halt aber eben auch nicht so wahrnimmt. Also der französische Panzerkurs jetzt rausgekommen, der Berlier, der gab es vorher schon, aber der ist jetzt in den Handel gekommen, dass man den auch nicht nur über die Mailorder beziehen konnte. Also Berlier ist ein Spähpanzer? Ist tatsächlich ein Schützenpanzer, der nicht offen ist. Ja, genau. Und das ist eigentlich ganz gut. Ja, aber der sieht nicht toll aus. Er ist mit ein das ist ein französischer Panzer, die sind alle nicht toll. Aber das stimmt ja gar nicht, die haben auch schöne Panzer. Ja, noch schöne. Aber tatsächlich ist er vom Fahrzeug her gewöhnungsbedürftig. Ja, aber gut, Panzer werden nicht gebaut, damit sie gut aussehen, sondern damit sie ihren Zweck erfüllen. Ja, genau. Ja, und das tut er. Also ein geschlossener Schützenpanzer ist eine gute Geschichte. Absolut. In Bold Action. Und wir werden heute auch nicht über Bold Action 3. Edition sprechen. Das geht nicht. Nee, zu dem Thema sage ich gar nichts mehr. Okay. Nein, offiziell darf ich sagen, ja, wird kommen. Ja, wird kommen. Ja, wird kommen. Aber wir haben ja euch auch schon gesagt, wann es kommen wird, weil Jürgen hat ja gesagt, eine 3000 Punkte Hochelfenarmee, glaube ich, bemalen, ne? Wenn The Old World kommt. Also wissen wir ungefähr, wann es kommt. Das hast du damals gesagt. Ja, aber also, du weißt ja, ich hab einen Schwerträger fertig. Also in 3 Jahren. Kommen wir mal zum Thema Veranstaltungen. Ja. Jetzt war jetzt Taktika. Jetzt war Taktika, ja. War gut? War voll. Es war, ja, das muss ich auch mal mit dem Lachen und Weinen im Auge sehen. Ich bin ja da zum Arbeiten. Insofern war es gut, weil es voll war. Ja. Die Stimmung war aber auch gut. Also ich habe jetzt kein mauliges gesehen. Muss aber auch dazu sagen, dass es die erste Taktika war, wo ich selber nicht die Gelegenheit gehabt habe, einmal oben rum zu gucken und durch die Räume zu gehen, was da so angeboten wird. Weil ich beschäftigt war die ganze Zeit, ne? Und zu viel über Sachen erzählt habe. Nee, also es war gut. Die Leute waren da. Was hat man Neues gesehen? Nicht viel. Wir hatten, ja, das, was wir mit hatten, habe ich gerade erzählt. Ja, das waren die Neuheiten da. Plus neuer Briten am Napoleon und ein bisschen französische, belgische Artillerie. War nur ein Perry da. Ja, stimmt. Immer nur ein Perry da. Borgins Illustrated war gar nicht da. Ja, stimmt. Und ob das jetzt zusammenhängt, dass nur ein Perry rüberkam und dann die anderen nicht mitkommen konnten, weiß ich nicht. Ansonsten
soll es gut gewesen sein. Also wir hatten fantastischen, ich hatte einen fantastischen Samstagabend mit fantastischem Barbecue und fantastisch danach in der Hotelbar mit alten GW-Kollegen zusammengesessen und über alte Zeiten geplaudert. Mit alten GW-Kollegen? Hm. Okay. Ja gut, ihr seid ja eh alle GW. Also wart ja alle Messen in Deutschland sind immer wie Klassentreffen für ehemalige GW-Kollegen. Die kommen halt alle aus allen Ecken gelaufen. Nee, war soweit ganz gut. Okay. Ne? Das nächste ist jetzt, glaube ich, Red Lion Con. Ne? Seid ihr da? Ich werde dich besuchen, glaube ich. Du bist ja da. Ja, ich bin da, aber ihr seid jetzt nicht mit Warlord da. Nein. Weil ich bin nämlich noch am Überlegen, ob ich nämlich ein bisschen Warlord einpacke. Mach mal. Gut, und du kommst auch? Das ist zumindest der Plan. Mhm. Aber das kann auch sein, dass ich mich spontan umentscheide. Okay. Ja, wäre doch nett. Ja, das wäre doch nett. Aber nochmal zur Taktika. Ich habe natürlich auch sehr viele deiner Fans getroffen. Ach, vom Kanal und ja. Die auch sehr oft gefragt worden sind, wann es denn endlich ein neues Video gibt. Was mich natürlich dann persönlich auch sehr gefreut hat. Schön. Also, ne, alle, die ich da getroffen habe. Haben alle bestimmt. Dann kommt ein Vortex in 3. Nee, keiner? Nee. Tatsächlich habe ich sehr viele Fragen über Acht und Panzer beantworten. Ja, okay, können. Klar. Ne? Und da hatte ich auch das durfte ich auch. Und das durfte ich hier auch, das habe ich schriftlich. Das lasse ich mir jetzt alles immer schriftlich geben, was ich sagen darf und was nicht. Aber das war schön. Ja. Und deshalb, ja, fahrt nicht zur Red Lion Con, weil ihr denkt, ihr trefft uns beide da. Ihr trefft nur Sascha, sicher da. Bei mir wird das spontan am Samstagmorgen entschieden, ob ich mich auf den Wiener Braunschwein mache oder nicht. Okay. Ich hätte ja, weißt du, worauf ich so seit einigen Monaten Bock drauf habe? Nee. Auf so ein Videopodcast, ne? Auf so ein Videopodcast-Format. Also wo so zwei Leute auf so einer Couch sitzen, Mikrofon vor sich haben, das dann aber aufgenommen wird. Ja. Darauf hätte ich mal Bock, ne? Ich glaube, das können wir auch. Ja, du hast ja auch schon so Podcast-Erfahrung, ne? Ich habe auch Bock auf Podcast, aber die Schwierigkeit dann ist immer, da muss ich ja mal herkommen. Ja, das könnte man eventuell sogar mobil machen. Ne? Also wenn wir das, ich habe ja keine Kamera. Nee, ich würde ja dann so eine Tasche packen, wo ich dann alles dabei habe. Und, aber warum machen wir nicht einfach so einen Podcast? Du hast doch einen Podcast. Also Podcast. Du hattest zumindest mal einen. Wir haben da mal mit angefangen, ja. Also ich habe auch mal wieder Bock auf so Podcasten, aber ich finde es irgendwie noch interessanter, wenn man die Leute sehen kann. Also ich gucke mir gerne diese Videopodcasts an auf YouTube, wo ich die Leute sehen kann, Emotionen sehen kann. Ich bin nicht so der Hörer. Also ich höre super gerne Hörspiele, aber Podcasts hören, weil Hörspiele höre ich nebenbei. Mhm. Ein Podcast, den muss ich mir auch angucken, damit das in Film geht. Und wenn ich einen Podcast nebenbei laufen lasse, kriege ich nur wieder ein Viertel mit. Aber ich höre ja Podcasts total gerne, wenn ich male. Ach so. Und da brauche ich kein Bild, dann lenkt mich das Bild nämlich ab. Können wir doch nochmal drüber überlegen? So, wir können ja, die Leute können ja abstimmen, ob sie lieber einen Videopodcast haben. Oder ja, genau. Macht euch keine Illusionen, dieser Podcast wird keinen Namen haben. Ja? Nee. Und weil ich glaube schon, dass wir. Obwohl ich hätte schon eine Idee, aber das können wir nicht machen. Das sage ich dir nachher. Ja, gut. Ich das wirklich gerne mache. Ich habe den Krauthorn-Podcast wirklich sehr gerne gemacht. Ja. Und fand es auch unglaublich schade, dass wir es nicht auf die Kette gekriegt haben, jetzt gerade wo gewisse Dinge wieder auf den Markt kommen, darüber zu sprechen. Ja. Weil da hätte ich doch das ein oder andere, zu beizutragen. Gerade bei the old world. So alten Weltgeschichten, ja. Ja, alte Weltgeschichten. Und bin ich immer für offen. Der Charme halt ist, dass man, wenn man es nur Audio macht, das ist schnell miteinander verknüpft. Ja, das stimmt. Und das kriegst du halt eigentlich relativ easy hin. Ja. Eben eine Stunde dummes Zeug sammeln, so wie wir es jetzt im Prinzip machen. Ja. Über was im Hobby los ist, bin ich immer für zu haben. Ja, okay. Könnt ihr mal gerne abstimmen, so was ihr so für Podcast-Hörer seid. Ne? Seid ihr eher so Videopodcast, wo die Leute tatsächlich euch visuell erscheinen müssen? Oder sagt ihr, okay, normaler Podcast zum Hören reicht euch? Könnt ihr mal gerne mal in die Kommentare schreiben. Weil ich hätte auch schon mal wieder Bock. Weil es gibt einfach so viele Themen, die kein Video wert sind, weil man vielleicht nicht genug Material hat dafür. Aber es gibt genug Material, um darüber zu sprechen, einfach. Ja. Und das sind die banalsten Dinge im Hobby. Aber da würde ich jetzt kein Video drüber machen. Ja. Aber in einem Podcast kann man das cool machen. Ja, letztendlich, wenn du, wenn man natürlich jetzt halt Video macht und das so gestaltet, dass man das auch Audio hören kann, hat man ja im Prinzip beides. Ja, das hat man ja beides. Es gibt ja genug Formate. Ich gucke mal den
Bender, Streter, Schneemann. Nee. Ne? Die machen das ja auch über Video. Ja. Das kannst du aber auch so weghören. Das kannst du auch so weghören. Ne? Weil die halt über, die reden aber auch über Filme, ohne Filme zu zeigen. Ja, ja, ja. Ne? Und wir können halt über Puppen und Figuren bemalen reden, ohne Puppen und Figuren bemalen zu reden. Also es würde beides funktionieren. Würde beides funktionieren. Ja, rennst du bei mir offene Türen ein, bin ich sofort für zu haben. Cool. Dann werden wir jetzt mal die Community mal ein bisschen grübeln lassen, ob die da Bock drauf haben. Und ja, erstmal so die Frage, würdet ihr euch das überhaupt anhören? Das ist ja auch so eine, ne? Ich meine, nur weil wir jetzt die Idee haben, kann ja sein, dass die Leute sagen so, boah, nee, Alter, 2 Stunden die Köppe da zu sehen. Na gut, wir müssen nicht 2 Stunden. Ja, okay, die sehen uns auch nicht dann. Die sehen, sie könnten uns wegschalten, das ist vielleicht von Vorteil. Ja, ich sag so, da müssen wir uns nichts vormachen. Das ist Nische innerhalb einer Nische der Nische. Ja, ja, voll. Wir werden da keine Millionen Follower mit erreichen. Nein. Ich sage auch immer viel zu viel M. Ich merke das gerade schon selber. Und das ist echt man braucht viel Wörter. Ich bin kein guter Redner. Ich auch nicht. Die Geschichte ist halt die, wir würden es ja in erster Linie machen für unseren Spaß. Ja, einfach nur so bla bla halt. Ne? Wir telefonieren halt, wenn wir telefonieren, immer über eine Stunde. Das könnte man auch theoretisch aufzeichnen. Ja, da hätte man einen Podcast. Und wenn man sich anguckt, worüber andere Leute ihren Podcast machen und wie sie den gestalten. Ja. Ne, gut, und man müsste halt nur so eine grobe Struktur sich erarbeiten, dann könnte man loslegen. Ja. Also ja, wie gesagt, lange Rede, kurzer Sinn, ich bin dabei. Cool. Neuheiten. Ja. Gibt es nicht so viel, da gibt's. Es gibt ganz viel, wir bringen jede Woche eine Neuheit raus. Aber du kannst nichts darüber erzählen. Aber die sind halt schon raus. Und das, was kommt, habe ich gerade das Aktuellste 4 Wochen vor Release präsentiert. So. In einem exklusiv Demospiel für dich, lieber Sascha. Ja, beschwer dich noch bitte. Ja, stimmt. Das war, also das ist ja wirklich mal, das ist auch eine große Ehre. Ne? Also. Ja, finde ich gut, dass das endlich mal geklappt hat. Ich meine, wir begleiten World of Games ja schon seit bestimmt 35 Jahren. Ja. Und in diesen 35 Jahren hat man das immer wieder versucht. Es hat auch öfters mal geklappt, keine Frage. Aber 35 Jahre schon? Ja, 35 Jahre schon. Geil. Ja. Die Firma gibt es seit 13. Wie macht das 35? Ja, wir machen das schon seit 35. Zeitreise erfunden. Ja. Aber natürlich hat das immer mal geklappt. Gerade so, klar, Bold Action Release damals, 2. Edition Release damals haben wir immer mit begleitet und das war auch immer vor Release. Ne? Und deswegen finde ich es auch gut, dass das mit Acht und Panzer diesmal auch geklappt hat, dass wir es vor Release einfach haben. Wie gesagt, diese Folge seht ihr jetzt eigentlich, nachdem ihr Achtung Panzer schon gesehen habt. Deswegen steht hier auch noch alles. Wir haben gerade Achtung Panzer gespielt. Okay. Und ja, von daher habe ich mich sehr gefreut, dass das auf jeden Fall geklappt hat. Und ja, auch für die Zukunft freue ich mich immer über solche Sachen, wenn wir immer so ein bisschen früher da sind, als wenn es auf dem Markt ist. Und ja. So sollte es eigentlich sein. Also für Bold Action 3 werden wir das dann das 2027 wir, auch auf jeden Fall vorreleasen. Ja, 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 2027, das müssen wir dann auch übelst zelebrieren, weil ich bin auch gerade wieder mega im Bold Action drin. Ja, sehr gut. Ich freue mich vor allem auf den Juli, weil ich halt den Aaron halt hier habe und wir können jeden Tag aufnehmen. Ja. Und da haben wir uns ja auch schon was vorgenommen. Die Leute wollen Kreta sehen. Mal gucken, wie wir das umsetzen. Hätte ich auch Bock, mal geländetechnisch was zu machen. Oh ja, ist auch schön. Das sieht, glaube ich, auch recht schön aus. Und viel so Felsen, zerklüftete Kram, hellen Sand, Olivenhain, keine Ahnung, irgendwie sowas. 2, 3 entspannte Hütten. Ich glaube, das könnte auch richtig geil werden. Und deswegen freue ich mich auch mega auf die 3. Edition. Oh, dann kannst du ein Szenario spielen, wo die Fallschirmjäger alle noch keine Waffen haben. Zum Beispiel. Mit Pistolen und Steinen. Ja, geil. Und dann kann man, ja. Gut, okay, also das nächste Mal könnt ihr eventuell den Jürgen auf der Red Line treffen, das ist so aber noch nicht bestätigt, das ist einfach steht noch in den Sternen, das könnte sich täglich verändern. Ja, wie gesagt, ich habe mir das vorgenommen, ganz doll, weil tatsächlich ich das schon immer mal hin wollte, weil wir wollen auf mehr Messen gehen, auch als Warlord. Ja. Ist mit Brexit natürlich schwieriger geworden, ganz klar, aber wir wollen mit Partnern irgendwie mehr zusammenarbeiten, aber ich muss mir die halt eben auch vorher immer einmal angeguckt haben, um zu sagen, lohnt sich das? Ja, lohnen tut sich das immer. Ja. Aber wie gestalten wir das, dass sich das lohnt? Ach so, okay, verstehe. Ich brauche da vielleicht bei der Red Line Con, muss ich da mit einem Partner zusammen und wir machen so einen ähnlichen Auftritt mit 2 Mitarbeitern, 80 Millionen, 1000 Euro Ware auf 5 Metern oder so. Ja. Oder gehen wir da mit einem kleinen, feinen Sortiment hin, machen vielleicht nur ein Demospiel. Ja. Und nutzen das da. Taktika machen wir kein Demospiel, Taktika wird verkauft an bestehende Hobbyisten. Ja. Kann ich auf der Red Line Con vielleicht Leute für das Spiel begeistern, die das noch gar nicht kennen. Da wäre dann so im Sortiment quasi Starterboxen, Armeeboxen, solche Sachen, glaube ich. Genau, ne? Das wäre dann, glaube ich, eher so das Ding. Und da brauchst du nicht das riesen Warlord-Sortiment mitnehmen.
Weil wenn du da Demos machst, dann guck mal hier, geile Starterbox, kostet 90 Euro, bitteschön. Ja, und da würde vielleicht auch nicht zwangsläufig der Verkauf im Vordergrund stehen, sondern sagen, okay, wir wollen das da mit präsentieren. Demo, ne? Ja, okay. Sonst ist halt, wenn ich auf eine Messe essen gehe und ich zahle da XY 1000 Euro, dann muss der Verkauf auch stimmen. Ja, ja, natürlich. Ja, weil sonst gehst du da halt raus und machst mies und das ist ja, ja, klar. Gut, schön. Doch. Also, das nächste Mal, wir halten euch auf dem Laufenden, ob der Jürgen bei Redline erscheint oder nein. Überzeugt euch einfach selber. Kommt einfach zu Redline. In April. Wird bestimmt geil werden. Also die letzten Veranstaltungen waren immer geil. Letztes Jahr waren wir nicht da, da waren wir in Lingen. Gott sei Dank hat sich, da überschneidet sich das dieses Jahr nicht. Und ja, von daher, das war's. See you there. Und Achtung, Podcast, ne? Schreibt das unbedingt mal rein. Also ich hätte richtig Bock. Ja. Ey, auch wenn ihr keinen Bock habt. Wir machen es einfach. Okay, also ich glaube, das haben wir jetzt geklärt. Das machen wir. Wir werden was machen. Die Frage ist nur, welches Format wird es haben? Genau, das ist, kann man ja nochmal überlegen. Ich glaube, nur hören wäre für uns einfacher. Nur hören, wir können mit nur hören anfangen. Wir machen einfach mit nur hören, fangen wir einfach mal an, um reinzukommen. Der braucht ja nichts mehr reinschreiben. Haben wir gerade eine Entscheidung getroffen? Wir haben gerade eine Entscheidung getroffen, also vergesst alles, was wir gesagt haben. Wir machen einfach mal einen Test-Podcast. Ja. Sehr gut. So, danke, dass du da warst. Bitte gerne. Wir müssen jetzt zum Bahnhof, der zukommt. Echt? Oder? Ja, sehr gut. Gut. Tschüss. Tschüss.